In dieser tiefen Senke lag einst das alte Stadtzentrum mit Rathaus, Kirche und Markt. Wie es aussah und was übrig blieb, zeigen drei alte Fotos und der Vergleich heute. Im Hintergrund die Türme der mittelalterlichen St. Johanneskirche und heute. Der Eulenturm, Teil der Stadtbefestigung in der Altstadt und heute. Ein Stück der einstigen Hauptstraße. Seit 1965 mussten 850 Häuser der Innenstadt abgerissen werden und es geht weiter. Wir sind hier an einem Gewässer besonderer Art. Unmittelbar Folge des Bergbaus. Dazu fragten wir den Fachmann. Wir befinden uns im Sohle-Strandbad zu Stassfurt, ein beliebtes Naherholungszentrum, was sich dadurch auszeichnet, dass das Wasser salzhaltig ist. Wieso? Das hängt damit zusammen, dass im vorigen Jahrhundert im Untergrund Salz und Kali abgebaut wurden, die einen umfangreichen Bergbau hervorgerufen haben, entlang des Stassfurt-Egelner Sattels. Und hier an dieser Stelle etwa kam es zu einem Missgeschick. Es traten Süßwasser in diese Salzlager ein. Salz ist bekanntlich löslich und damit begann das große Schicksal der Stadt Stassfurt. Das Salz wurde weggeführt, weggelöst und es kam zu Einbrüchen, die bis an die Tagesoberfläche reichten, ein sogenannter Tagesbruch. Dieser Tagesbruch ist heute etwa 25 Meter tief. Die ursprüngliche Tiefe war natürlich über 300 Meter. Diese Gesteinsschichten sind durchgebrochen bis in das ehemalige Bergwerk hinein. Von hier aus setzten sich die Wassereinbrüche fort und bis 1913 waren schon 15 Schächte abgesoffen. Und damit sind wir an der eigentlichen Ursache des städtischen Verfalls. Viele schwierige Aufgaben stehen vor den Stassfurtern. Sie brauchen Hilfe und sie packen es an. So haben sie dieses schöne alte Gebäude, in dem auch das Salzlandtheater untergebracht ist, restauriert und darin ihr Bürgermeisteramt eingerichtet. Wir wollen Ihnen noch Neues zeigen, was Freude macht. Ohne Kredit und westdeutsche Beteiligung hat die Vianda GmbH, hervorgegangen aus der Konsumfleischerei, diesen neuen Laden geschaffen. Es schmeckt schon beim Anschauen. Gerade neu eröffnet, das Optiker-Fachgeschäft Menz GmbH. Modern und geschmackvoll eingerichtet, bietet es dem Kunden nicht nur Brillen und Kontaktlinsen, sondern auch Hörgeräte aller Firmen. Es gibt sie noch, die gute alte Dampflok. Aber sie fährt in eine ungewisse Zukunft. Alle ihre Eisenbahnfreunde wünschen, sie sollte noch viele Jahre fahren. Wenn auch nicht in Intercity, so doch auf Traditionsfahrten, Lokfesten und Sonderfahrten. Einer kleinen Schar unermüdlicher Eisenbahner ist es zu verdanken, dass hier in Stassfurt ein Traditionsbahnbetriebswerk besonderer Art entstehen konnte. Jahrzehntelang haben sie ihre alten Dampfrösser gepflegt und aufgebaut. Viel Arbeit und Freizeit stecken da drin. Und so können Sie uns heute ein Kleinod zeigen, das viele Eisenbahnfans begeistert. Den noch original erhaltenen Lokschuppen mit seinen Nebengebäuden und der voll funktionsfähigen Drehscheibe. 120 Jahre alt. Ein Kleinstadtbahnbetriebswerk, wie es typisch für die Zeit der Jahrhundertwende war. Hier stehen 8 Lokomotiven, von denen 5 betriebsfähig sind. Der große Stolz ist die Museumslok 01 aus der Gründerzeit der Deutschen Reichsbahn. Sie sind gerade von großer Fahrt gekommen. Wo waren Sie denn? In Arnstadt-Meiningen. Und da haben wir Züge befördert von Meiningen nach Arnstadt über Oberhof.
Aber als normalen Zugbetrieb oder so für die Freunde der Reichsbahn? Das waren normale Kleinzüge, die sonst täglich verkehren. Das waren zwei Personenzüge und zwei D-Züge am Tag. Ist das so die Norm, dass Sie noch im normalen Verkehr eingesetzt werden? Nein, das haben Eisenbahnfreunde aus Hamburg und ich glaube, es waren auch Holländer dabei, die das organisiert haben und eine deutsche Reichsbahn mal bezahlt haben, damit wir die Züge wieder befördern dürfen. Sind die Lokomotiven in dem Zustand auf Sie gekommen oder haben Sie die erst aus dem Schrottreifen, die hinter uns stehen, wieder in Ordnung gebracht? Also es war viel Arbeit. Die zum Beispiel hier, die 1231, die kam an, die sah aus, also farblich erstmal nicht ansehnlich. Ja. Und dann mussten auch noch verschiedene Reparaturen gemacht werden, musste noch das gewechselt werden und das gewechselt werden. Der Wagen hier, der war total fix und fertig. Ja. Und das haben wir in Freizeitarbeit alles aufgearbeitet, mit Hilfe von unseren Schlossern. Und wir sind jetzt nur gewöhnt hier, aus nichts was zu machen. Ja. Also, mal da ein bisschen gepflegt und da was selber hergestellt. Natürlich Stangen hier für eine Lok und sowas können wir nicht herstellen. Also das müssen wir schon aus alten Beständen nehmen, was eben noch gerade da ist. Ja, ja, wünsche ich Ihnen und den Freunden der alten Dampflokomotive, dass Sie noch viele Jahre fahren können. Dankeschön. Danke. Leider steht die Zukunft des Lokmuseums in Frage. Die Lokomotiven sollen nach Dresden und Chemnitz, die Gebäude abgerissen werden. Die RBD Magdeburg ist gefragt, soll Sachsen-Anhalt dieses Bahnwerk verlieren? Wir hoffen, weiterhin freier Fahrt für die alte Dampflok-Tradition. Das Soda-Werk ist nicht zu übersehen und zu überriechen. Es produziert noch rund um die Uhr mit dreiviertel Auslastung. Es gehört zu den Betrieben, die eine Chance haben zu überleben, denn es hat einen guten Standortvorteil. Steinsalz, Sohle und Kalk werden in unmittelbarer Nähe gefördert. Und Soda wird in vielen Industriezweigen benötigt. Das Soda-Werk hat einen schlechten Ruf in Staßfurt. Es stinkt, es staubt und es belastet Wasser und Umwelt. Was können Sie dagegen tun? Haben Sie überhaupt jetzt die Möglichkeiten, schon etwas zu machen? Ja, das Soda-Werk kommt doch immer wieder in die Diskussion bei der Bevölkerung. Und ich möchte an dieser Stelle sagen, dass wir schon einiges gemacht haben. Wir haben zum Beispiel eine neue Entstaubungsanlage sofort nach der Währungsunion aufgebaut. Wir haben neue Verladeköpfe aufgebaut und wir haben auch schon einiges gemacht in Richtung Verringerung von Lärm und Staub. Ein besonderes Problem, was viel Ärger in der Nachbarschaft schafft, bei der Bevölkerung, das ist die Geruchsbelästigung. Und arbeiten augenblicklich an einer Konzeption, unser Endgaswäscher so umzugestalten, dass eine Geruchsbelästigung ausgeschaltet wird. Die Halden sind ein besonderes Problem. Man spricht davon, dass Sie in weitgehendem Maße das Grundwasser versalzen und auch die Flüsse. So kann man es nicht ganz sagen. Die Halden stellen im Wesentlichen Kalk dar mit einem Restgehalt von Calciumchlorid und Natriumchlorid. Wir pumpen das in den sogenannten Raum Unseburg. Das sind die Endlagerhalden. Und da betreiben wir eine Wasserhaltung für das gesamte Gebiet, wo wir zusammen mit unserer sogenannten Klarlage Untergrundwasser in den Vorfluterboden pumpen. Und ich denke, das ist augenblicklich eigentlich die beste Technologie, die ein Soda-Werk haben muss. Die meisten Tiere hatten sich wegen des schlechten Wetters verkrochen, nur die Sänger hielten aus. Ich ging einmal spazieren, nanu, 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 nanu. Ich ging einmal spazieren, was sagst du denn dazu? Ich ging einmal spazieren, vom Weiler auf hoch und tief so, so, so. Thank you.
Der kleine Tierpark liegt mitten in der Stadt, hat 350 Tiere, wird zurzeit durch ABM-Arbeit miterhalten und ist bei Klein und Groß beliebtes Sonntagsziel.